Vor langer Zeit herrschten zwei Rassen über die Erde, Menschen und Monster. Sind die Menschen nicht auch irgendwie Monster? Eines Tages jedoch brach ein Krieg zwischen den beiden Rassen aus. Nach einem langen Kampf erlangten die Menschen schließlich den Sieg. Sie versiegelten die Monster unter der Erde mit einem Zauberspruch. Zahlreiche Jahre später. Mount Abbott, 2010 bis 2019. Die Legende besagt, dass keiner vom Berg jemals zurückkehren würde. Und da sind wir, neugierig. Und wir fallen. Tollpatschig wie eh und je. Und auch wir? Werden wir je zurückkehren? Ganz allein und verlassen? Falls ihr euch erinnert an Earthbound, welches für das Super Nintendo erschienen ist, dieses Spiel ist ähnlich. Willkommen zu Let's Play Undertale! Ha, ich freue mich richtig. Ich sag mal so, Earthbound-Fans werden dieses Spiel mögen. Und ihr seht, ich spiele die deutsche Übersetzung von Chris Blue. Na denn! Ich glaube, ich habe soweit alles eingestellt. Spiele am PC über Steam. Bald soll das Game ja auch für Nintendo Switch erscheinen. Und ja, wer sich da noch unschlüssig ist oder das Game nicht kennt, kann hier schon mal reinschauen. Nenne den gefallenen Menschen. Der ist in Wirklichkeit in der Tat geschlechtsneutral, auch wenn er ein bisschen weiblich aussieht. Jetzt bin ich mal am Überlegen und schauen, ob LP Markus reinpasst. Das wäre sehr schön. Wäre doch beim modernen Spiel ganz nett. Ah, geht leider nicht. Da muss ich mich leider nur Markus nennen. Wurde meines Wissens sogar von einer einzelnen Person entwickelt. Und das ist doch à la Bonheur. Für 9,99 € zu haben auf Steam, wird wohl kaum teurer sein. Und dafür, dass es sehr beliebt ist, dieser Name ist richtig. Er zittert. Reingezoomt, wie er ist, zittert mein Name. Und da sind wir nun also. Gut, die wichtigste Frage zuerst. Haben wir die Gelbsucht oder sind wir ein Simpson? Mal im Ernst. Der hübscheste bin ich auch nicht gerade. Tja, Leute, die Grafik ist basic gehalten. Viele finden den Grafikstil charmant, ja. Aber ohnehin punktet das Spiel mehr mit Gameplay-Ideen, Story, Humor und, ja, witzigen Charakteren. So wie auch folgender Charakter, Flowey die Blume. Ich sag das deshalb schon mal, weil ich habe ja ein bisschen probiert, ob das Spiel läuft. Dann habe ich eine Testaufnahme gemacht und gemerkt, Flowey sagt etwas ganz anderes. Die Blume war quasi genervt, dass ich schon wieder da war. Und sie sagt scheinbar jedes Mal was anderes. Ja, also jetzt. Hast du nichts Besseres zu tun? So werde ich jetzt begrüßt. Tut mir leid, Leute. Ich wusste gar nicht, wie ich das resetten kann. Ich habe andauernd versucht, aber nein. Sie beleidigt mich irgendwie aufs Neue. Normalerweise sagt die beim ersten Zusammentreffen sowas wie, ach du armes Ding, du hast dich verirrt und ich werde dir helfen. Aber das macht sie jetzt trotzdem noch. Siehst du das Herz? Das ist deine Seele, die Manifestierung deiner Existenz. Ja, das Herz kann ich hier im Quadrat bewegen. Deine Seele ist erst schwach, wird jedoch stärker, wenn du GT sammelst. Für was GT steht? Für Güte natürlich. Du willst doch auch Güte, oder nicht? Keine Sorge, ich teile sie mit dir. Der Gesichtsausdruck. Hier unten wird Güte geteilt durch kleine, weiße Freundeskugeln. Bist du soweit? Laufe herum, sammle so viele, wie du kannst. Oh ja! Was zum... Du Idiot! In dieser Welt gibt es nur Töten oder getötet werden! Warum würde irgendwer so eine Chance verpassen? Stirb! Oh nein, wir haben nur noch einen Energiepunkt.
Das wird uns umbringen! Wenn nichts dazwischen käme. Was für eine elende Gestalt, einfach ein unschuldiges Kind anzugreifen. Hab keine Angst, mein Kind. Ich bin Toriel, Hüterin der Ruinen. Ich komme hier jeden Tag vorbei, um zu sehen, ob jemand abstürzt. Du bist seit langer Zeit der erste Mensch, der hier ankommt. Komm mit, ich begleite dich durch die Katakomben. Hier entlang. Es gibt wohl auch gutartige Monster. Folgen wir Toriel, der Ziegendame. Und dieser Stern ist ein Speicherpunkt. Die Schatten der Ruinen überragen dich. Das erfüllt dich mit Entschlossenheit. HP vollständig geheilt. Und wir können speichern. Ja, das war mein Testspielstand. Okay. Willkommen in deinem neuen Zuhause, mein Kind. Ich werde dich über die Ruinen genauer aufklären. Die Ruinen sind voller Rätsel. Antike Verkettungen aus Umwegen und Türschlüsseln. Du musst sie lösen und dich von Raum zu Raum bewegen. Bitte gewöhne dich an diese Umstände. Und was steht hier? Nur die Furchtlosen kommen weiter. Tapfere und Tollkühne gehen nicht den mittleren Weg. Das ist ein bisschen deep, aber dazu kommen wir später. Das hat was mit dem Spiel zu tun. Um Fortschritte zu erzielen, musst du Schalter betätigen. Hab keine Angst, ich habe die passenden Schalter markiert. Okay, aber lesen wir doch zuerst mal dieses Schild. Drücke Z, um Schilder zu lesen. Ja, das ist der Humor des Spiels und mit dem Humor kann ich mich voll identifizieren, ja, also... Ich spiele zwar mit dem Xbox One Controller am PC und damit habe ich keine Z-Taste, sondern mir ist auf die A-Taste gelegt, aber der Gag kam rüber. Bleib auf dem Pfad. Oh, ich gehe ja schon. Das ist so typisch wie... Wie kam das Rasenbetreten-Verbotsschild auf den Rasen? Sowas hat das davon. Ja, ich glaube, das ist der markierte Schalter. Kann das sein? Drücke bitte diesen Schalter, Toriel. Okay. Und hier gibt es sogar zwei. Was ist, wenn ich den falschen Schalter drücken möchte? Ich lese erstmal. Drücke bitte auch diesen Schalter, Toriel. Nein, nein, nein! Drücke bitte den anderen Schalter. Ich habe ihn sogar für dich markiert. Ach komm schon. Sehe ich aus, als wäre ich die hellste Kerze auf der Torte? Na dann, nur für dich. Wunderbar. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Lass uns in den nächsten Raum gehen. Aber jetzt kann ich doch den Schalter umlegen, oder? Dieser Schalter funktioniert nicht. Also, das war sowieso klar. Als Mensch im Untergrund werden dich manchmal Monster attackieren. Für solche Situationen musst du vorbereitet sein. Fürchte dich nicht. Es ist ganz einfach. Wenn dir ein Monster begegnet, startet ein Kampf. Wenn du in einem Kampf bist, dann plaudere einfach freundlich. Nach einiger Zeit wird sich der Konflikt dann lösen. Übe doch einfach an dieser Attrappe. Okay, du bist mein erster Gegner im Spiel. Du begegnest der Attrappe. Hi, Attrappe. Dann werde ich mal mit ihr erstmal analysieren. Ja? Attrappe, Attacke 0, Defensiv 0, ein Herz aus Wolle und Knopfaugen. Ja gut, auch nicht sehr gesprächig. Dann werde ich mit ihr reden. Du sprichst mit der Attrappe. Sie scheint nichts für Plaudereien übrig zu haben. Toriel scheint zufrieden zu sein. Du warst siegreich, 0 Erfahrungspunkte und 0 Gold erhalten. Ach, sehr gut. Das hast du gut gemacht. Toriel ist stolz auf mich. In diesem Raum gibt es auch ein Rätsel. Ich frage mich, ob du dahinter kommst. Nun, alles, was wir hier sehen, sind merkwürdige Bleichungen am Boden. Die Farbe ist ein bisschen schwächer an diversen Stellen. Oh, ich werde angegriffen von Froggit. Wir könnten kämpfen, aber ich werde ihn erstmal analysieren. Froggit, Attacke 4, Defensiv 5. Das Leben für diesen Gegner ist wirklich hart. Allein ihr Blick. Oh, ich gehe lieber. Du warst siegreich, 0 Erfahrungspunkte und 0 Gold erhalten. Der östliche Raum entspricht dem Entwurf des westlichen Raumes. Und hier sind Stacheln. Ihr könnt es euch vielleicht denken. Lass mich vorbei.
Der ist nämlich nicht vorbei. Muss man sich das wirklich erstmal anschauen? Also den Weg, wie man hier in hier gehen kann, müssen wir halt rechts gehen, um in Sicherheit zu sein. Wagen wir es? Das ist das Rätsel, jedoch... Hier, nimm meine Hand für einen Augenblick. Ach, schaut euch Toriel an. Wir müssen es gar nicht lösen. Sie ist so fürsorglich. Das ist schön. Die Rätsel sind ab jetzt einfach zu gefährlich. Ach, du traust uns nur nichts zu. Du hast dich soweit gut geschlagen, mein Kind. Ich muss dich jetzt jedoch um etwas Schwieriges bitten. Ich möchte, dass du das Ende dieses Raums alleine erreichst. Vergib mir bitte. Oh nein. Wir sind ganz alleine. Alles kann passieren. Keine Panik. Keine Panik. Okay, Panik! Was wird alles geschehen? Vermutungen? Es passiert. Einfach nichts. Grüße, mein Kind. Keine Sorge, ich habe dich nicht verlassen. Ich war dir die ganze Zeit hinter dieser Säule. Ich danke dir für dein Vertrauen. Es gab einen guten Grund für diese Aufgabe. Ich wollte deine Selbstständigkeit testen. Ich muss meiner Arbeit nachgehen und dich eine Weile hier lassen. Bitte bleib hier. Es wäre gefährlich, alleine weiterzugehen. It's dangerous to go alone. Take this. Ich habe eine Idee. Ich gebe dir ein Handy. Wenn du etwas brauchst, dann ruf einfach an, in Ordnung? Sei artig, ja? Ein Handy. So läuft das also in 2018. Weil für PC ist das Spiel ja schon seit ein paar Jahren erhältlich. Ring, ring. Hallo, hier spricht Toriel. Du hast den Raum doch nicht verlassen, oder doch? Es gibt einige Rätsel, die ich dir noch erläutern muss. Es wäre gefährlich, wenn du alleine weitergehst. Sei artig, ja? Klick. Und wir können jetzt im Menü auch Toriel jederzeit anrufen. Guten Tag. Wähle Toriel. Hier ist Toriel. Du wolltest einfach guten Tag sagen? In Ordnung. Guten Tag. Ich hoffe, das genügt. Mhm. Wir können noch ein bisschen über sie erfahren. Hier ist Toriel. Du möchtest mehr über mich erfahren? Nun, ich fürchte, da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Ich bin nur eine alberne Dame, die sich viele Sorgen macht. Zu viele Sorgen macht. Ich nenne dich Mutter. Hier ist Toriel. Huch, hast du mich gerade Mutter genannt? Naja, ich nehme an. Würde dich das glücklich stimmen, wenn du mich Mutter nennst? Wie auch immer, nenn mich doch einfach, wie es dir gefällt. Okay, und jetzt der letzte Punkt, flirten. Das ist ein bisschen doof. Gerade haben wir sie noch Mutter genannt. Naja, wir sind in der Selbstfindungsphase. Was? Hä? Oh, wie reizend. Ich könnte deine Wange kneifen. Du findest bestimmt etwas Besseres als eine alte Frau wie mich. Ach was, Toriel. Und du? Quack, quack. Entschuldige, Mensch. Ich habe einen Ratschlag über das Bekämpfen von Monstern. Wenn du eine Tat erzwingst oder kämpfst, bis ein Gegner fast besiegt ist, dann möchten sie dich eventuell gar nicht mehr bekämpfen. Wenn der Monster nicht kämpfen möchte, bitte, zeige ein wenig Gnade, Mensch. Quack. Mhm. Was haben wir denn hier Feines? Hier steht, nimm eines Bonbon nehmen. Du hast ein Bonbon genommen. Drücke C, um das Menü zu öffnen. Wie, nimm eins? Das heißt, nimm zwei. Nimm eins Bonbon nehmen? Ja. Du hast mehr Bonbons genommen. Wie furchtbar. Können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren? Ja, kann ich. Nimm eins. Bonbon nehmen. Du hast noch ein Bonbon genommen. Du fühlst dich wie der Abschaum der Erde. Du warst zu schnell. Die Bonbons fallen auf den Boden. Sieh, was du getan hast. Oh, oh.
Wird das Folgen haben? Ich weiß es nicht mal. Das ist jetzt ein bisschen... Ich weiß zwar die Grundidee hinter dem Spiel. Es geht halt darum, man kann sowohl böse als auch gutartig sein. Und ich denke, dass das geringfügige Folgen hat. Aber was genau ist mir nicht bewusst. Das Spiel knisternder Blätter erfüllt dich mit Entschlossenheit. HP vollständig geheilt. Also es ist schon blind, muss man sagen. Muss ich jetzt einfach an der Stelle sagen, wenn ich irgendwie auf dem Schlauch stehe, was vergesse oder... Ich weiß nicht. Was nicht begreife. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ohne, also spoilerfrei für die Leute, die es noch nicht kennen. Also ich denke mal, das wird jetzt verschiedenste Abonnenten ansprechen. Auf verschiedenste Art und Weise. Winsum nähert sich widerstandslos. Jetzt ist der Punkt. Der Name ist gelb, wir können ihn bekämpfen. Aber wenn ein Name gelb erscheint, hier rechts bei Gnade, können wir ihn verschonen und haben so den Kampf gewonnen. Auch wieder 0 Erfahrungspunkte und 0 Gold. Aber das ist das, was das Schild am Anfang meinte. Es gibt sowohl den Pazifisten-Modus als auch den Genocide-Modus. Ihr könnt zum Beispiel euch mit jedem Gegner anfreunden, also niemanden besiegen, das ganze Abenteuer auf Level 1 bleiben und so den Pazifisten-Run hinlegen. Oder alle töten und besiegen. Und es gibt auch verschiedene Enden. Es gibt sehr viele verschiedene Enden in dem Spiel. Quack, quack. Nein. Endabschnitte. Aber soweit ich weiß, muss man das Spiel sowieso erstmal normal durchspielen. Deswegen, der Tollkühne und der Tapfere wählen nicht den mittleren Weg. Aber wir wählen wohl den mittleren Weg. Ich glaube, anders ging es momentan eh nicht. Aber es ist was Neues, dass man die Gegner nicht zwingend bekämpfen muss, sondern ich ihn einfach verschone beispielsweise. Und da muss man eventuell auch gar nicht stärker werden, wisst ihr? Weil wir müssen eh nicht kämpfen. Ring. Hallo, hier spricht Toriel. Ohne speziellen Grund. Was magst du lieber? Zimt oder Karamell? Warte, sag nichts. Ist es Zimt? Ja. Hehehe, das dachte ich mir. Wenn Menschen herunterfallen, dann fühle ich mich oft, als würde ich sie genauer kennen. Ehrlich gesagt, als ich dich das erste Mal sah, da fühlte ich mich, als würde ich einen alten Freund das erste Mal sehen. Seltsam, nicht wahr? Wie auch immer, danke für deine Antwort. Klick. Ja, bei der Frage Zimt oder Karamell? Karamell ist, ich weiß nicht, ist sehr süß und sehr klebrig und so. Ist nicht mein Fall. Zimt riecht gut. Verbreitet Weihnachtsfeeling. Hallo, hier nochmal Toriel. Du lehnst Karamell aber nicht ab, oder? Ich kenne deine Vorliebe, aber wäre es schlimm, das auf deinem Teller zu sehen? Genau, genau, ich verstehe schon. Vielen Dank für deine Geduld übrigens. Klick. Merkwürdige Fragen. 3 von 4 grauen Steinen empfehlen, dass du sie schiebst. Okay. Der erste Stein. Und die Stacheln im Boden verschwanden. Kann man ja auch verschonen. Jawohl. Machen wir es ein bisschen schneller, ne? Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier nochmal war. Der Anfang habe ich halt, wie gesagt, schon mal gespielt. Bitte trete nicht auf die Blätter. Ah, was? Trete auf die Blätter. Nein, ihr seht, das hier unten ist halt ein Abbild von dem, wie man oben langlaufen soll. Einige Froggets hüpfen auf dich zu. Und die wollen nicht einfach verschont bleiben. Das Leben für diesen Gegner ist wirklich hart. Und jetzt gilt es halt, dem immer auszuweichen. Wir bewegen unser Herz in dem Quadrat und müssen versuchen, nicht getroffen zu werden. Wir werden euch mal ein Kompliment aussprechen. Frogget versteht nicht, was du meinst, aber fühlt sich dennoch geschmeichelt. Stark errötet, Quack. Das sind so kleine Mikro-Games, kann man fast mit WarioWare vergleichen. Miau. Auch noch keinen Frosch gesehen, der miaut. Froggets pure Stärke beeindruckt dich. Oder auch nicht. Kriegst auch ein Kompliment. Er versteht nicht, was du meinst, fühlt sich aber dennoch geschmeichelt. Stark errötet, Quack. Ja. Dann kann ich jetzt Gnade walten lassen. Juhu! 4 Gold erhalten! Das war wohl ein stärkerer Gegner.
Wie ging das doch gleich? Aha. Okay, Moment. Ich habe das Schild nicht gelesen. Ob da was Spannendes stand? Ich glaube nicht. Aber immerhin, so in etwa? Ein Gegner. Widerstandslos, okay. Wenn es schon direkt steht, er nähert sich widerstandslos, ne? Dann haben wir das schnell hinter uns gebracht. Hast du das Schild unten nicht gelesen? Ach so, weil ich jetzt auf Blättern stehe. Ja gut. I know. So. 3 von 4 Steinen empfehlen, dass man sie schiebt. Aber erstmal Mold Small. Ach so, der ist auch gut. Siegreich. 3 von 4 Steinen empfehlen es. Aber was macht dann der vierte? Wow, Vorsicht, Kumpel. Wer sagt, du könntest mich einfach herumschieben? Hä? Du fragst mich also, ob ich mich bewegen würde? Okay, nur für dich, Mäuschen. Das reicht doch nicht. Hm? Du willst, dass ich mich noch weiter bewege? In Ordnung. Gut so. Falsche Richtung. Hä? Das war die falsche Richtung? Okay, ich denke, ich verstehe. Na endlich, und die Stacheln sind weg. Dann können wir ja nun... Was soll denn das? Hä? Ich soll dort bleiben? Du lässt es mich richtig aus. Ach ja, auch Steine haben eigene Persönlichkeiten. Ist das nicht nett? Der Käse liegt hier seit langer Zeit. Er klebt am Tisch fest. Okay, und hier kann ich wieder speichern. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages ihr Loch verlässt und den Käse findet, erfüllt dich mit Entschlossenheit. Wir speichern. Das war der erste Part von Undertale. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran, bevor ihr euch eine Meinung bildet. Aber ich find's nice, ganz ehrlich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ein Däumchen wären Träumchen. Bis dann und ciao!